Robin, wo du jetzt die Woche mal für Flo einspringst, ein paar Fragen, einfach um zu sehen, ob wir auch miteinander funktionieren. Ja, ja. Die sind ein bisschen intimer, ich hoffe, das ist okay. Frage 1, was ist dein Lieblingskäse? Mittelalter. Das trifft sich hervorragend, denn heute ist welches Ranking dran? Die Top 10 besten Mittelalterspiele. Das wird eine Mordsgauda, ich sag's euch. Age of Empires 2 braucht man nicht viel zu erklären, Super RTS aus einer Super RTS-Reihe, nur eben mit Königen. Also gilt hier wie immer, bauen, farmen, erkunden, bauen, kämpfen und wenn gar nichts mehr geht, fragt ihr euch einfach, how do you turn this on? Und fertig ist. In Enclave geht's darum, wer hätte das gedacht, die Enklave zu retten und wer jetzt nicht genau weiß, was die Definition von Enklave ist, der geht halt mal zu Wikipedia, anders haben wir es nämlich auch nicht gemacht. So viel gibt's zu Enclave dann auch nicht zu sagen. Wähle am Anfang eine Seite, Licht oder Finsternis, wähle eine der spezifischen Klassen und dann geht's relativ linear in Third-Person-Ansicht auf ins Getümmel. Klingt simpel, macht aber dennoch ausreichend genug Spaß, um es wenigstens einmal durchzuspielen. Was war im Mittelalter besonders wichtig? Abstammung. In Rogue Legacy geht's genau darum. Du spielst Kunibald, den Erbarmungslosen, den Ur-Ur-Urenkel von Drogan, dem Zerstörer. Solltest du beim Versuch, das sich immer wieder verändernde Schloss vollständig zu erkunden, sterben, vererbst du einfach dein Equipment an deinen Nachfahren bzw. deine Nachfahrin. Und das Wichtigste, jeder Tod in deiner Ahnenlinie lässt deine Burg wachsen. Na, das ist doch was. Stronghold Crusader versetzt einen in die Zeit der Kreuzzüge zurück. Ihr wisst schon, als die Leute echt noch so dämlich waren, dass sie andere im Namen ihres Glaubens getötet haben. Na Gott sei Dank sind wir davon heutzutage weg. Ja, in Stronghold Crusader hat man die Wahl, spielt man die bösen Kreuzritter oder die gewalttechnisch auch nicht viel besseren arabischen Fürsten. Egal wie man sich entscheidet, man spielt hier ein großartiges RTS-Game und man lernt sogar noch ein, zwei Dinge in Geschichte dazu. Wenn man richtig was in Geschichte lernen will, spielt man einfach Assassin's Creed. Wo man bei Stronghold Crusader noch oben drauf schauen muss, ist man bei Assassin's Creed mitten im Geschehen. Olle Richard Löwenerz macht schon wieder Stress und du musst in all dem Scharmützel als der Typ mit dem unaussprechlichen Namen deinen Ruf retten. Nach und nach deckst du eine Verschwörung auf, die sich seitdem durch die gefühlten 1000 Teile der Assassin's Creed-Reihe zählt. Das hier alles zu erklären würde aber zu lange dauern, also spielt die Reihe einfach selbst und macht gleich mal den Persönlichkeitstest. Wie viele Teile von Assassin's Creed kann ich spielen, bis ich Ubisoft hasse? Das Mittelalter wird ja zuweilen auch das dunkle Zeitalter genannt. Obwohl dieser Begriff eigentlich nur damit zu tun hat, dass durch fehlende Schriften wenig über die Zeit bekannt ist, könnte man fast meinen, Dark Souls hätte ihn rückwirkend geprägt. Wenn es allerdings damals wirklich so düster und untot vonstatten gegangen wäre, würden wir uns wahrscheinlich heute noch ums Leuchtfeuer verkriechen und uns an unsere Estus-Flakons klammern. Dragon Age Origins. Yo, nicht Dragon Age 2 und nicht Dragon Age Inquisition, Dragon Age Origins. Backstory. Genau das braucht es auch, damit man sich mit seinem Charakter so richtig schön identifizieren kann. Und genau diese Backstories bzw. Origin Stories darf man in dem gleichnamigen Dragon Age Origins wählen. Im Endeffekt ist es aber egal, was man sich aussucht, denn letztendlich landet man immer in der misslichen Lage, die einen zum Beitritt der grauen Wächter zwingt. Und dann wandert man halt als Elf, Zwerg oder Mensch los und bekämpft die dunkle Brut. Klingt super. Die The Witcher-Reihe ist in Polen ja fast schon sowas wie kulturelles Nationalgut und hat gerade deshalb einen Platz im Ranking verdient. The Witcher 2 Assassins of Kings ist in Bezug auf Mittelalter aber unser Favorit. Allein die Burg Lavalette, die man zu Anfang des Spiels stürmen muss, ist unglaublich beeindruckend. Die Story rund um die intrigante Erdolchung des Königs und der Fakt, dass sogar unwichtige Nebenquests bis zu 5 verschiedene Enden haben können, müssen einfach belohnt werden. Nichts sagt Mittelalter so sehr wie schreiend aufeinander zuzurennen und sich mit metallähnlichen Gegenständen aller Art den Schädel einzuschlagen oder gleich vom Rest des Körpers zu trennen. Chivalry macht's richtig. Wähle deine bevorzugte Waffe und dann go gib ihm. Mittelalter-PvP-Gemetzel und ob es da ein Objective gibt, ist kann dir völlig egal sein. Es geht nur darum, sich zu behaupten oder bei dem Versuch, enthauptet zu werden. Gothic 2, ein Mittelalterspiel, welches realistischer nicht sein könnte. Hier gibt's zwar auch noch Orkse und so weiter, aber eben auch echte Menschen, die in echten Dörfern mit echten Berufen, echter Backstory und echten Problemchen zu kämpfen haben. Dazu ein Kampfsystem, bei dem man sich mal nicht wie der absolute Oberficker fühlt, sondern bei fehlendem Skill auch mal ordentlich aufs Fressbrett bekommt. Da soll noch mal einer sagen, die Realität wäre langweilig. So, Robin, Stifte raus, hinsetzen, Klassentest, Endcard-Abfrage, was ist wo? Ich, da und da sind Videos. Ja, aber was sind da für Videos? Da ist eine Folge Nerdscope, da ist das letzte Ranking und über uns ist... Du hast es? Das Mittelalter. Ah, Gamebang! Gamebang! Immer oben drüber. Und was ist unten drunter? Gangbangs. Auch. Überall. Unten drunter sind auch Gangbangs und links. Links? Die seltsamerweise unten sind bei uns. Ich habe das noch nie verstanden, warum das ist. Vielleicht können wir abonnieren kann man da auch und Kommentare schreiben. So viele Dinge. Unten links. Gangbang in den Kommentaren. Krasser Scheiß. Mittelalter Gangbang.
Chivalry!